Tag auch. Hier ist wieder den Hotte Schibulski mit einem seiner töften Videos aus der Reihe Hotte erklärt dich den Robot. Und dieses Mal geht es um Nebenprodukte von Kohle. Also jetzt das schwarze Gold. Also hautpigmentiert bevorteiltes Edelmetall. Guck mal, eigentlich ist so eine Kuckerei dafür da, für Kohle nutzbar zu machen für Eisenproduktion. Das habe ich euch ja in meinem Filmchen über Kuckereien schon erklärt. Nicht Kokserei, das sagt gerne die Lokalbevölkerung, ist aber wieder was ganz anderes. In eine Kokerei wachsen jetzt alles, was du nicht am Brauchen bist, außer Kohle raus. Und da kommt einiges bei raus, wie bei so einer Kanada-Gans unten an der Ruhr. Bei der Kokerei Zollverein haben sie 28 Tonnen in einen Ofen reingepackt. Und nach der ganzen Rumbackerei kamen 22 Tonnen wieder raus. Das heißt, 6 Tonnen waren am Fehlen. Da jetzt aber luftdicht abgeschlossen ist, können die ja nicht verbrannt sein. Müssen also irgendwo sein. Jeden Ofen hat ein Rohr. Da kam das Zeug jetzt raus. Dann ging das in den Sammelrohr. Und kam von der Schwattenseite, da hört sich dunkel, böse, übel, gemein an, und ging nach der weißen Seite, da hört sich jungfräulich und klar und rein an. Dabei war die weiße Seite die richtig fiese Seite. Ja, was ist denn drin in dem Rohr? In dem Rohr ist eine klebrige, schleimige, quabbelige, schwatte, stinkende, eklige, giftige Pampe. Und das sagt ihr, geht's mir alle nach, sonst mache ich hier nie weiter. Und die Pampe haben sie früher einfach irgendwo auf dem Gelände vergraben. Weg mit dem Dreck. Irgendwann ist ein auf die Idee gekommen, dass man vielleicht außer Pampe noch was Sinnvolles machen kann. Fango oder so. Dann hat man da Zeus in seine Bestandteile zerlegt und das war dann den Beginn von der Kohlenchemie. An einem Steinkohlenteerbaum kannst du dir ganz übersichtlich anschauen, was du so alles außer Kohle holen kannst. Auf der Kokerei Zollverein haben sie an einem Tag 3,8 Millionen Kubikmeter Gas gewonnen. 45% von dem Gas brauchten sie selber, um die Öfen zu beheizen. 55% war übrig und das haben sie nach der Stadt vertickt und Fettenreibach mitgemacht. 357 Tonnen Steinkohlenteer am Tag, damit wurden die Rüttgerswerke / der Verwertung gegründet. Gibt es auch noch. 40 Tonnen Schwefelsäure am Tag. Die Schwefelwasserstoffe, das ist das, was so schön abbad nach faulen Eiern am Stinken ist. 103 Tonnen Rohbenzol an einem Tag. Benzol ist ein Aromat. Und wenn du jetzt Aromate mit Aliphaten, mit Erdölprodukten am Mixen bist, dann hast du Benzin. Und jetzt nimm mal die Anfangsbuchstaben. Aromat und Aliphat. Und pack die mal schön zusammen, dann hast du Shell. Ah ne, Aral. Ich wusste, irgend so ein Verein ist das. Das ist eine Verwertungsgesellschaft für Kokerei-Nebenprodukte. Früher hieß das Benzolvereinigung Aromate und Aliphate. Später BV Aral. Und dein Logo von der Tanke ist blau-weiß. Die Hauptverwaltung von den Aral war immer in der Stadt Bochum. Stadtfarben von Bochum, blau-weiß. Das Logo von den Aral war bis 1927 schwarz-gelb. Haben sie dann abgeschafft. Warum, weiß ich nicht. Und das ist noch lange nicht alles. Außer Kohle haben sie noch Phenol gewonnen. Das ist auch gut am Müffeln. Toluol und Xylol, was früher in der Holzschutzmittel drin war, wo sie alle tot von umgekippt sind. Naphthalin für Mottenkugeln. Okay, die sind jetzt auch aus der Mode gekommen. Anilin und Anthrazen, Farbengrundstoffe und Medikamentenrohstoffe. Ammoniumsulfat als Düngemittel. Salze. Ja, selbst den ersten künstlichen Süßstoff haben sie zufällig 1878 beim Hantieren mit Steinkohlenteer entdeckt. Durch Importbeschränkung in der Nazizeit suchte der Chemiker Arthur Imhausen aus Buhr im Waterwerk in Witten nach Alternativen für Seifenproduktion und fand sie schließlich 1934 in der sogenannten Paraffinoxidation,
einem Verfahren zur Herstellung synthetischer Fettsäuren mittels Oxidation von kohlestämmigen Paraffingatsch. Synthetische Fettsäuren konnten somit quasi aus Kohle gewonnen und weiterverarbeitet werden. Als Seife aus Kohle wurde sie im September 1938 auf der Seifenmesse in Berlin der staunenden Öffentlichkeit vorgestellt und gefeiert. Imhausen suchte noch nach weiteren Verwertungsmöglichkeiten für seine synthetischen Fettsäuren. Besonders war ihn interessiert an der Erzeugung synthetischer Speisefette. Das auf diesem Wege produzierte Speisefett war das erste synthetische Nahrungsmittel der Welt, das für die menschliche Ernährung freigegeben wurde, und zwar als Margarine mit dem Namen Prima. Nicht ganz so prima waren die Auswirkungen von der Produktion. Da hatte auch die Umgebung was von. Den Eingeborenen von Ort waren die deutschen Fettsäurewerke lange im Bewusstsein und vor allen Dingen im Riechgolben. Schuld daran waren technische Verfahrensfehler bei der Fettsäureherstellung. Das war am Stinken wie Hulle. Das ist Fett. Riech mal an alten Pommesfett. Dann weißt du genau, was ich am meinen bin. Das war bis Dortmund wahrnehmbar und wurde Wittener Aroma genannt. Trotz wiederholter Klagen seitens der Bevölkerung, dass es unmöglich wäre, das Essen zum Abkühlen auf den Balkon zu stellen, weil es nach kürzester Zeit von bekanntem Geruch durchdrungen wäre, gelang es den Chemikern nicht, die Geruchsbelästigung zu beseitigen. Sie konnte lediglich ein wenig vermindert werden. Puh, das war jetzt aber auch schwere Kost heute. Eher was für Klugscheißer-Fraktion. Und dabei habe ich noch niemals mit der Hydrieranlagen, wo sie mittels der Fischer-Tropsch-Synthese aus Kohle Benzin hergestellt haben, angefangen. Demnächst kommt auch wieder was Leichteres. Aber passend zum Thema machen wir erstmal mit der Umwelt weiter. Bis die Tage, euer Hotte.